Geschwindigkeitsdreiecke von einer Axialturbine möchte ich nun skizzieren, und zwar für eine Freistrahlturbine respektive Windenergieanlage. Darunter verstehe ich Folgendes. Ich habe hier meine Windenergieanlage mit drei Schaufeln und ich mache jetzt hier einen Schnitt und skizziere mir an diesem Schnitt meine Geschwindigkeitspläne. Ich benötige hierfür eine Reihe von Hilfslinien. Das soll meine Anströmgeschwindigkeit, also mein Betrag der Anströmgeschwindigkeit sein, und die Windenergieanlage hinterlässt dann austrittseitig ein Drittel von C1. Ich brauche eine Anströmrichtung und ich brauche auch eine Abströmrichtung, dass sich hier jetzt dann entsprechend auch so ein Profil einzeichnen kann. Ja, die Windenergieanlage dreht dann entsprechend in diese Richtung. Ich wechsle mal hier jetzt die Farbe für die Geschwindigkeitsvektoren. Das ist mein W1 zwischen C1 und U1. Gehört der rechte Winkel und U1 dreht nach unten. So. Diesen Abstand muss ich hier auch entsprechend übertragen. Das ist dann mein U2 gleich U1. Das ist mein Vektor W2. Und entsprechend liegt hier dann mein Vektor C2. Das Interessante an C2 ist eben, dass dieser Betrag C2U dieses C2U geht in negative Richtung. Wenn ich jetzt die Eulersche Strömungsmaschinenhauptgleichung ansetze für die Turbine, dann ist das ja U mal C1U minus C2U. Die Anströmung hier ist 3 frei. Das heißt, das ist 0. Meine spezifische Arbeit muss aber positiv sein. Ich ziehe etwas aus dem Wind heraus. Das heißt, diese Größe muss negativ sein. Und das ist auch entsprechend hiermit gegeben. Um das nochmal anders darzustellen, also wenn ich jetzt hier meine Windenergieanlage habe mit Schaufeln, die wird angeströmt, 3 frei. Dann habe ich hinter der Anlage einen 3 entgegen 3-Richtung des Rotors. Ja. Vielen Dank.